Entrümpeln oder Gefängnis. Der Besitzer dieses Grundstücks hat die Qual der Wahl. Die Grafschaft Kent im Süden Englands ist eigentlich eine beschauliche Gegend. Doch dieses Stück Land ist Anwohnern und Behörden seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Der Grund? Offensichtlich. Das 14 Hektar große Gebiet ist eine einzige Müllkippe. Autowracks, Reifen, alte Fenster und sonstiges Gerümpel überall. Der Blick auf Google Maps zeigt das wahre Ausmaß der Vermüllung. Das Grundstück liegt mitten in einem Waldgebiet, doch der Müll hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Seit 2021 beschäftigt sich ein Gericht mit dem Fall, bisher ohne Ergebnis. Der Besitzer des Landes gibt an, ein Hoarder zu sein, ein krankhafter Sammler. Als solcher sei er nicht in der Lage, sein Grundstück vom Müll zu befreien. Außerdem gibt er an, mit seinem Besitz machen zu können, was er will. Ein Richter sieht das allerdings anders. Er hat den 59-Jährigen jetzt angewiesen, die Müllkippe zu beseitigen. Sollte er der Aufforderung nicht nachkommen, drohen dem Mann bis zu 2 Jahre Gefängnis. Ein endgültiges Urteil soll im Juni gefällt werden.